Petzl, der Kopfballsieger gegen Inzaghi. Shevchenko. Links geht Serginho. Achtung, der Brasilianer. Elfte Minute. Die Aufholjagd des AC Mailand hat begonnen. Vier Tore werden sie brauchen, um hier erstmal gleichzuziehen mit Borussia Dortmund. Das erste ist soeben gefallen. Und es lag, sind wir ehrlich, ein bisschen in der Luft. Der klasse Pass raus auf den startenden Serginho. Der sieht Inzaghi, der bleibt stehen, wartet auf die Flanke. Olise kommt nicht mehr heran und Lehmann kam nicht raus. So ist es passiert. Burns und Metzelder am ersten Pfosten vorne. Und ein bisschen unglücklich auch Jens Lehmann. Aber dieser Kopfball aus kurzer Distanz nur ganz schwer zu erwischen für Dortmunds Torwart. Heute heißt der Gegner Andrei Shevchenko. Ganz wichtig für Lehmann, die Mauer richtig zu stellen. Die Distanz nur knapp über 16 Meter. Und Pirlo zählt in dieser Saison zu den drei gefährlichsten Freistoßschützen. Oder wird es Shevchenko machen? Das ist er. Lange Korrektur der Mauer. Nochmal eine Ermahnung. Pirlo. Es ist nicht zu glauben. Das zweite von vier nötigen Toren durch den Rumänen. Cosmin Contra nach 19 Minuten. Die Faustabwehr von Lehmann. Den Ball kann er nicht festhalten. Pech, dass er genau vor die Füße von Contra faustet. So sehen wir es besser. Spät zu sehen der Ball für Lehmann. Und auch hier noch abgefälscht. Mein Gott, hat diese Fußballwoche nicht schon genug an unseren Nerven gezerrt. Das Spiel ist wieder dabei, ein völlig offenes zu werden. Auch zum Entsetzen der Dortmunder Fans. Inzaghi und Contra lassen dort. Aber das sind die Spielchen zum Ende eines Spiels, die natürlich Zeit bringen sollen. Und jetzt kriegt er den Elfmeter. In der Nachspielzeit der Elfmeter für Inzaghi. Um Himmels Willen. Und auch noch eine gelbe Karte für Metzelder, der damit ums Finale gebracht wird, gebracht würde. Er hat ihn gehalten und auch da gibt es kein Vertun. Auch das ist eine korrekte Entscheidung von Schiedsrichter Vestière. Geht das Zittern jetzt nochmal los? Von draußen kam noch keine Anzeige, wie lange nachzuspielen sein wird. Nochmal zur Erklärung. Zwei Tore braucht der AC Mailand noch, um zumindest gleichzuziehen mit der Borussia. Serginho, der Brasilianer, wird schießen. Alle Dortmunder an der Strafraumgrenze. Am Kreis, Serginho. 4:3 in der Addition beider Spiele. Jetzt fehlt dem AC Mailand noch ein Tor, um das Ding hier noch zum Kippen zu bringen. Offiziell sind wir in der 47. Spielminute. Und nochmal wird es spannend. Ich hoffe, diese Spannung wird nicht lange andauern.
Und jetzt werden alle Mailänder Spieler so weit auf den Ball draufgehen. Und Ricken trischt das Ding nach vorne. Nochmal zittern hier. Meine Güte, was ein Spiel. Von draußen vom Spielfeldrand immer noch kein Zeichen, wie lang nachzuspielen sein wird. Er sagt 6 Minuten, stimmt nicht. Draußen wird jetzt angezeigt 4 Minuten noch. 4 Minuten bangen und zittern für die Borussia. Für sie zu Hause, wie für alle Dortmunder hier im Stadion. Koller, alle jetzt hinten. Amoroso. Ivan Nilsson. Nur noch 4 Mailänder hinten. Ivan Nilsson. Ja! Lars Ricken, das ist es. Das Ding ist gelaufen. Und jetzt geht die Party hier los. Das Finale am 8. Mai ist erreicht. Oder glauben Sie noch, dass hier was passieren wird? Er, so wie ich ihn kenne, glaubt es wahrscheinlich immer noch nicht. Und alle, auch die Mailänder-Fans, springen hier auf und applaudieren ihrer Mannschaft, als wäre es eine Trotzreaktion. Schauen Sie sich das an. Da ist gerade die Entscheidung zugunsten von Borussia Dortmund gefallen, durch dieses Tor von Lars Ricken. Seit dem Champions-League-Finale war er nicht mehr so wertvoll wie heute. Wieder so ein wichtiges Tor von Lars Ricken